genau. Ja, aber dieses Team von Remote Viewern hat ja auch, muss ja auch korrekte Vorhersagen getroffen haben, denn da sind ja, glaube ich, insgesamt 20 Millionen Dollar reingeflossen in dieses Programm. Ja. Wobei, da muss man dazu sagen, 20 Millionen klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber man braucht dazu ja nur einen Bleistift und ein Stück Papier. Das heißt also, das war insofern schon ein recht langes und großes Programm, glaube ich. Also im Wesentlichen braucht man nur einen Stift und jede Menge Papier und Viewer und Monitore halt. Und Leute, die die Target-Aufgaben erstellen, also das, was geviewt werden soll. Und aber so vom eigentlichen Aufwand her ist es nicht sehr teuer. Und ja, da haben die halt schon eine ganze Menge reingesteckt, 20 Millionen. Und es gab halt auch schon Ende der 70er Jahre Erfolge. Beispielsweise wurde von Joseph McMonagle ein geheimes Atom-U-Boot der Sowjets geviewt. Und zwar von der Typhoon-Klasse. Das ist, glaube ich, bis heute auch noch das größte Atom-U-Boot der Welt. Und er hat halt nur die Geo-Koordinaten bekommen als Target und konnte aber anhand dessen nicht sehen, dass dort ein U-Boot ist, weil auf Landkarten war dort sowieso keine Werft eingezeichnet. Und das Besondere war noch, diese U-Boot-Werft, die war noch über 100 Kilometer von der Küste entfernt und erst hinterher wurde ein Kanal gegraben, um das U-Boot quasi ins Meer zu lassen. Und er hat halt diese U-Boot-Werft beschrieben, wie das U-Boot da drin zusammengebaut wird und all die Details. Und die Ingenieure haben dann, also bei den Geheimdiensten, die Ingenieure haben gesagt, das kann gar nicht sein, das muss falsch sein, weil sowas kann man gar nicht bauen, das wird halt in der Tiefe zerquetscht. Und aber so ungefähr 2 Jahre, glaube ich, später stellte sich dann durch Geheimdienstinformationen raus, dass das alles richtig war, was er da geviewt hat. Also, dass sie tatsächlich dieses U-Boot bauen konnten und dass das dann auch bekannt wurde. Das war so einer der ersten markanten Erfolge dieses Programms. Neben diesen, ja, verständlicherweise Targets, die also das Militär interessieren, also fremde oder in dem Fall russische Militärtechnologie, haben die Viewer sich aber auch für ganz andere Dinge interessiert. Oder? Ja, zum Beispiel gab es da diesen Fall mit der Geiselnahme im Iran. Da wollte man halt herausfinden, wer die Geiseln waren. Weil es war eine gewisse Anzahl an Amerikanern dort im Land und man hat halt dadurch herausfinden können, welche davon als Geiseln genommen wurden und ja auch über den Verlauf dieser Geiselnahme. Es war auch ein recht spektakulärer Fall, weil dort wurde unter anderem eine Geisel dann aus gesundheitlichen Gründen aus der Geiselnahme entlassen. Und das haben die Remote Viewer halt schon vorhergesehen. Und ja, dadurch konnten Vorbereitungen getroffen werden. Auch medizinisch schon. War einer dieser Fälle. Nun, wenn das aber offenbar so gut funktioniert, warum hat man dann eigentlich bis zum Jahr 2011 gebraucht, um Bin Laden zu fangen? Ja, wenn das jetzt wirklich alles so abgelaufen ist, ja, gehen wir mal. So abgelaufen, ja. Aber das ist die Frage. Also es gab ja die Geschichte mit Saddam Hussein, der dann quasi aus dem Erdloch gezogen wurde. Wir erinnern uns ja alle. Und in dem Fall war es halt so, ja, das kann man sich fast eigentlich nur durch Remote-Viewing erklären, weil es kam ja auch immer in den Nachrichten, man hatte ihn immer knapp verfehlt. Also die haben ihn ja wochenlang gejagt und die haben dann immer nur Verstecke gefunden, die er gerade verlassen hatte. Und dann haben sie ihn halt hinterher aus diesem Erdloch gezogen. Und ja, das können sich manche Viewer halt nur durch Remote-Viewing erklären, dass sie ihn so gefunden haben. Es gibt allerdings auch anderslautende Aussagen, zum Beispiel, dass er schon kurz nach dem Beginn des zweiten Irakkrieges, ich glaube 2 Wochen später oder so, schon getötet wurde. Das wirft natürlich wieder ganz andere Theorien auf, zum Beispiel, ob es ein Doppelgänger war oder so. Ja, aber das ist natürlich dann immer so die Frage, die sich sehr viele stellen. Ich meine, wenn man da tatsächlich unbekannte Targets einfach orten kann oder zumindest sehen kann, wo sich die befinden, beziehungsweise wie funktioniert denn das genau? Ihr habt jetzt mehrere Begriffe genannt, also neben Remote Viewing gibt es das Coordinated Remote Viewing und das Technical Remote Viewing. Könntet ihr da mal ein bisschen erklären, was diese ganzen Begriffe bedeuten und in weiterer Folge dann, wie so eine Session abläuft? Ja, also das sind halt 2 verschiedene Protokollarten. Das Coordinated Remote Viewing ist, glaube ich, etwas neuer. Und
Es geht im Grunde darum, man bekommt einen Satz Koordinaten. Das ist heutzutage eine reine Zufallszahl. Also eine Zahl, die kann man sich ausdenken oder per Zufallsgenerator erzeugen lassen. Und die wird dann quasi auf das Target geschrieben. Also im einfachsten Fall, man nimmt ein Bild, steckt das in einen Umschlag, schreibt die Koordinaten drauf und das ist dann so eine Art Prägung. Also damit nimmt der Remote Viewer Kontakt zu dem Target auf. Und aber die Zahl an sich bedeutet nichts. So, ist also nur eine Art Adresse, kann man sagen. Und auf diese Koordinaten wird dann halt das Protokoll gestartet mit einer sogenannten Signallinie. Und diese wird dann dekodiert. Also da werden erste Eindrücke herausgeschrieben, zum Beispiel Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, Temperaturen, Geräusche, Dimensionen, ästhetische Impressionen. Und im Laufe der Session und der verschiedenen Stufen wird das immer weiter detailliert ausgeführt. Dann kommen halt später so Aspekte wie Fremdemotionen am Target, also von Personen, die dort vor Ort sind, anfassbare Dinge, immaterielle Aspekte. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Freiheitsstatue als Target hätte, wäre ein immaterieller Aspekt, ja, ist ein nationales Symbol oder nationales Denkmal oder sowas. Und ja, assoziative Überlagerungen gibt es auch noch. Das bedeutet, da versucht der Verstand, sich während der Session aus den reinkommenden Daten schon ein Bild zusammenzubasteln, was natürlich in der Regel falsch ist, weil der Verstand versucht, krampfhaft die Führung zu übernehmen und die Daten zu interpretieren. Und diese schreibt man dann quasi an der Seite raus, und damit einem diese nicht mehr behindern. Also diese AOLs. Okay. Genau. Und das ist das geht dann so weiter bis in Stufe 6. Das ist dann freies Umherbewegen am Target, kann man sagen. Also freie Bewegung. Da werden die Details richtig vertieft. Da gibt es dann relationale Diagramme, also wo Zusammenhänge und Eigenschaften von Teilaspekten des Targets ermittelt werden. Da gibt es dann Mapping, also dass man quasi regelrecht Karten von dem Target zeichnen kann, wo sich einzelne Objekte befinden und so weiter. Dann gibt es Timeline, also dass man eine Zeitlinie zeichnet, wo man Zeiträume bestimmen kann, die man wissen möchte. Ereignislinien, dann gibt es Personenwahrnehmung, so dass man die Gefühle einer Person beschreiben kann und ja, bis hin, wie die Person aussieht im Groben. Ja, und es gibt da sehr viele Werkzeuge und das wird auch weiterentwickelt. Also das Interessante ist hier schon irgendwie, dass also Coordinated Remote Viewing zum Beispiel, da man braucht irgendwo einen Ankerpunkt quasi für das Bewusstsein und egal wie man den dann herstellt, und das sind dann wahrscheinlich auch die verschiedenen Techniken oder ein Unterscheidungsmerkmal, das Bewusstsein kann sich dann auf dieses Objekt, auf diesen Ort einlassen und kann dann darüber Aussage treffen. Und Christian, damit wir dich auch ein bisschen ins Gespräch holen, was ich jetzt auch sehr interessant finde, auch bei diesen verschiedenen Abstufungen, ist ja, also Remote Viewing, man darf sich das jetzt nicht so, also Fernwahrnehmung ist offenbar nicht dasselbe wie Fernsehen. Nein. Denn Wahrnehmung beinhaltet eben auch andere Wahrnehmungen als nur optische. Kannst du ein bisschen beschreiben, also Wingman hat das eh schon begonnen, Stefan, aber kannst du ein bisschen mehr beschreiben, welche Aspekte dieses Ortes man tatsächlich wahrnehmen oder spüren kann? Ja, ich gehe nochmal zurück zur Protokollerklärung. Also wir haben ja die linke Gehirnhälfte und die rechte. Das Protokoll wurde so geschaffen, dass die linke Gehirnhälfte etwas runtergefahren wird, die logische Gehirnhälfte, die analytische, die strategische Gehirnhälfte eben. Und die rechte Gehirnhälfte, die kommt ein bisschen in den Vordergrund, die ist für Kreativität, Intuition, Empathie und so weiter. Mit der scheinen wir diese Daten zu empfangen. Das ist dann in der Stufe 1, geht das dann los mit Farben und Oberflächen. In der Stufe 2 kommen dann Geräusche, Geschmäcker, Temperaturen und so weiter hinzu. In der Stufe 3 fängt man an, eine kleine Skizze vom Ziel zu zeichnen. Das kann irgendwas sein. Das kann ein Foto sein, eine Person oder ein Geschehen, irgendwas. Dort tauchen dann schon, also für mich wird das dann sichtbar auf dem Blatt.
auf dem Protokoll selbst. Wie das für andere ist, weiß ich nicht. Also ich sage immer, ich sehe diese Dinge vor meinem geistigen Auge und andere sagen immer, sie sehen nichts, sie fühlen das irgendwie. In der Stufe 4 kommen dann hinzu, wie Fremdemotionen oder eigene Emotionen auch noch und Ideen, Konzepte, Möglichkeiten vor Ort. Im Grunde kann man sagen, in Stufe 1 geht es mit Farben los und diese Situation, die baut sich immer weiter und immer stärker auf, je höher man in Stufen kommt. Also am Anfang kann das sein weiß, glatt, grau und in der Stufe 6 hat man dann ein verschwundenes Flugzeug oder irgendwas anderes, je nachdem, was dabei rauskommt. Okay, das heißt, zum einen natürlich ist es jetzt vor allem in den unteren Stufen weniger aussagekräftig, als wenn man einfach ein Bild davon sehen würde, obwohl du sagst, dass du das eher optisch wahrnimmst. Aber je weiter man dann raufkommt und sich dadurch erweitert, quasi durch diese verschiedenen Wahrnehmungsstufen, desto mehr kann man eigentlich von diesem Objekt oder diesem Ort erfassen. Und das geht dann ja doch weit über die Dinge hinaus, die auf einem Bild erfassbar sind. Also du sagst, in diesem Beispiel auch, in dem Film, den ihr da gemacht habt, da beschreibst du zum Beispiel, dass es, glaube ich, weich ist der Boden, oder du beschreibst jedenfalls Dinge, die jetzt eindeutig nicht so aus dem Bild klar sind. Du beschreibst, glaube ich, auch die Atmosphäre und so weiter dort. Ja, die Umgebung, ja. Die Umgebung. Was natürlich sehr interessant ist, also im Prinzip, also selbst wenn dieses Foto dann zum Beispiel, oder ein Foto kann ja eigentlich gefaked oder manipuliert sein, aber wenn du quasi mit dieser bestimmten Wahrnehmungstechnik da reingehst, dann kann man dich eigentlich kaum in das Licht führen, ne? Wenn du wirklich gut bist, sag jetzt mal. Ja, da haben wir schon versucht, so einige UFOs zu analysieren, ob es nun fake ist oder ob es real ist. Ja, ich meine, da kommen wir natürlich jetzt, und wir wollen auf das heute eh noch zu sprechen kommen, ne? Zum Beispiel jemand fragt, da gibt es eine Basis am Mars und lauter solche Dinge. Das ist natürlich ein sehr interessantes Target, oder das sind natürlich sehr interessante Targets. Ihr nennt das, glaube ich, Mystery Targets. Ja? Genau. Ja. Die wurden von den Mannen des Pentagons aber auch ziemlich bearbeitet, oder? Ja, teilweise schon. Vor allem von Ed Dames. Der hat da sehr viel gemacht in Richtung UFO-Targets. Und ein Beispiel wäre Ingo Swan. Der hat bevor die Voyager-Sonden am Jupiter vorbeikamen damals, hat er am Jupiter schon ein Ringsystem beschrieben. Aber das wusste man vorher nicht, weil man kann es ja von der Erde aus nicht sehen. Das ist ja ein ganz dünnes Ringsystem am Jupiter. Und erst die Voyager-Sonde, die dann später vorbeigeflogen ist, hat dann halt nachgewiesen, dass der Jupiter tatsächlich so ein dünnes Ringsystem hat. Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Fall, weil das eine Information war, die nachträglich verifizierbar war. Genau, das heißt, und das ist halt die Tücke an solchen Mystery-Targets. Manches kann man nicht verifizieren. Zum Beispiel irgendein UFO-Foto. Das Ding ist ja weg, das ist ja weggeflogen und man kann jetzt nicht fragen, lass mich mal in euer UFO schauen oder so. Und das Einzige, was man dort hat, sind dann eigentlich nur Indizien, nämlich wenn viele Viewer an diesem Target arbeiten und übereinstimmende Session-Ergebnisse herauskommen. Ich muss da kurz eine Frage aus dem Chat stellen, die ich irgendwie interessant finde und mit der ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen kann. Kann man mit Remote Viewing hinter die Gantenbrink-Tür sehen? Gantenbrink-Tür? Sagt euch das auch nicht viel, oder? Nee, mir jetzt momentan nicht. Okay. Klingt nämlich immer.